Das war ein viel zu großes Schluck. Das ist dummes. Das sollten wir nicht machen. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Hi Leute. Da sind wir wieder. Eure Whisky. Whisky. Piraten. Ah ne, Piraten. Piraten. Pierratten? Am Pier, die okay. Langlaufen. Okay. Nochmal gerettet. Simon. Und Manfred. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Den Atmor. Den Atmor. Nicht zu verwechseln mit dem Artback, weil das ist auch ein Whisky. Richtig, aber ein anderer. Was kannst du mir über diesen Whisky erzählen, Mann? Ich weiß nicht so viel. Ich habe gar nicht so viel, so viel Vorrecherche betrieben. The Atmor Legacy von der, das hast du mir gerade gesagt, von der Ostseite der Highlands. Mhm. Richtig. Die östlichen Highlands. Die Destillerie. Hat auch den Teachers, glaube ich. Der Teachers Blend, ein berühmter Fusel. Unterpreisiger, ja, genau. Auch im Portfolio und ja, der Atmor, da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Geschichten. Das hier ist jetzt Legacy. Das ist Legacy. Legacy. Meine Vermutung ist, dass es das gleiche ist wie der Traditional, den es früher mal gab, aber das sage ich einfach nur, weil die beide wohl in Quarter Cask Fässern auch gereift sind. Was heißt das nochmal, Manfred? Haben wir immer gelernt. Ja, das ist ein, die haben eine Größe, also die sind, ja, jetzt hast du mir ein bisschen in Spuritäten hier gebracht. Vier Fässer. In vier Fässern, ne? In so kleineren Fässern. Ich glaube, wahrscheinlich ein Viertel mal so groß. Das glaube ich auch. Wie normale. Ja. Eichenfässer. Dadurch hat der Whisky mehr Kontakt zum Holz, weil natürlich weniger Whisky verhältnismäßig mehr Holz berührt. Die Fläche an dem Holz ist im Verhältnis zum Inhalt größer. Gut gesagt. Die Atmor-Distillerie in den Highlands, die macht nicht nur rauchige Sachen. Und hier steht auch jetzt Lightly Peated drauf. Die Partner-Distillerie von Atmor ist wohl Laphroaig auf Isla. Sehr bekannt, sehr rauchig. Und witzig, weil wir auch schon den Laphroaig Quarter Cask getastet haben. Vielleicht. Ja. Wird es jetzt ähnlich? Quarter Cask, Laphroaig? Das ist keine Altersangabe, no age. Stimmt. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange das Teil gereift ist. Nee. 40%, also Minimum. Oh. Und das ist mal wieder nicht die Originalfarbe, auf jeden Fall. Gefällt mir würzig, finde ich. Mhm. Ich finde so auf jeden Fall fruchtig, aber sweet. Auch rauchig. Mhm. So sweet, ja. Sweet. Also süß. Okay. Du hast das Gefühl von Apfel, so ein Bratapfel. Das würde ich deutlich mehr drin als ich, aber. Oder? Ja, schon. Bratapfel finde ich gut. Bratapfel finde ich, also mag ich selber gar nicht, habe ich da noch nie gegessen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das riecht wie Bratapfel. Ja. Mhm. Ja. Ja. Findest du denn auch rauchig? Riechst du den Rauch? Weil ich finde ich. Rauch finde ich nicht so doll, nee. Nee. Ich finde so ein bisschen, das ist also vanilliger so. So eine milde, ja. Diese milde, die milde Süße. An der Vanille. Ein Jahr Vanille. Vanille kann ich auch nachvollziehen. Ein bisschen karamellig finde ich es auch. Mhm. Ja. Bei Rauch kann man nicht mehr ins Detail gehen, glaube ich. Ja, aber den Rauch, also da ist. Und da gibt es verschiedene Rauchsorten, sowas wie Grillrauch oder Zigarettenrauch. Dass man, aber das glaube ich nicht. Ja, Briketts hattest du auch schon mal. Briketts, stimmt, weil wir im Lager wohnen 16. Rauch ich, habe ich gar nicht so, habe ich nicht auf dem Schirm, aber. Steht drauf oder habe ich schon gelesen, also. Aber auch nur lightly, insofern no pressure an den Whisky. Von mir zumindest nicht. Ich würde jetzt einen Schluck nehmen, Manfred. Ich würde es auch einnehmen. Ja, Prost. Ja, Prost. So. Ich fand ihn sehr süß, auch im Abgang. Also auch beim, muss ich dann aber gucken, so im Mund, da war nicht so. Jetzt nicht so ein. Ich jetzt noch nichts sagen, aber so beim, nach dem Schlucken. So ein bisschen Honig. Honig süß. Honig süß warm. Das sind so meine ersten Eindrücke. Okay. Nach dem ersten Schluck. Ich mochte den ersten Schluck gar nicht. Also der Geruch hat deutlich mehr versprochen jetzt gerade für mich. Aber vielleicht muss ich noch mal länger im Mund. Ich fand ihn ein ganz bisschen süß im Abgang, aber davon abgesehen. Ganz herbe Enttäuschung. Herbe. Aber gut, der erste Schluck und so. Oh. 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 Ja, ich will auch. Ja.
Vielleicht liest am Tag, aber mir kommt gar nicht viel durch heute. Ein bisschen mürbe. Mürbe? Ja, er trifft keine klare Aussage. Er eckt an, ja. Er ist für mich, das ist so einer, der Leute gerne gefallen möchte und deswegen sich nicht ganz klar positioniert. Also irgendwie, ich bin ein bisschen pietet, ich bin ein bisschen vieles, süß. Er will vieles sein. Ja. Und ist er letztendlich nichts. Aber er ist nicht überhaupt nicht schlecht. Okay, ist schon nicht schlecht. Aber irgendwie, der Mund hat er echt, finde ich, bei mir macht er, da passiert gar nichts. Aber ich weiß auch, dass das Tagesform abhängig ist. Du von ihm Tagesform her. Genau, er ist halt nicht so gut drauf. Ich kann ihn nicht weg. Ja, weg muss er auf jeden Fall, wegschütten tun wir nicht. Nicht so wie in Oben. Psst. Wir haben tatsächlich letztens. Du bist hier weggeschickt. Ja, wir haben einen Oven schon über ein Jahr offen. Oben 14 Jahre. Und ganz am Ende fanden wir ihn gar nicht mehr gut und braucht noch Platz, weil wir so viele Whiskys noch haben, die nicht in unser Regal passen. Dann haben wir den Rest weggeschüttet. Das hat sich wie eine Sünde angefühlt, aber gleichzeitig haben wir halt auch ausgemistet. Das ist auch gut. Ist ja so toll, ganz ehrlich, sag ihr mal. Schreibt in die Kombis. Schreibt's. Nee. Oven 14 Jahre, glaube ich, war das, ne? Ja. 14 Jahre? Mhm. Ja. Also ich glaube, der Oven ist auch ein. Was ist das denn? Das ist kein Eider. Weil ich weiß es nicht. Oben. Das wird ja wahrscheinlich aus dem Norden kommen, ne, der oben. Oben. Highlands, doch, auch ein Highland. Ja gut, das passt ja immerhin. Ich würde sagen, wir können jetzt zum Rating kommen, oder? Wir können jetzt zum Rating kommen, ja. Kommen wir also zum Rating, meine lieben Freunde. Also wenn an einem Hafen 10 Ratten sind und ein Adler angreift, dann bleiben wie viele Ratten übrig? Nee, also je mehr der Adler kriegen würde, würde ja heißen, desto weniger Ratten ist. Also weniger Ratten heißt guter Whisky. Achso, ich dachte, je mehr der Adler jetzt kriegt, weil das ist der Adler, und je mehr Ratten er bekommt, desto besser ist der Adler. Also desto besser ist der Whisky. Okay, also je weniger Ratten, desto besser ist der Whisky. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist 1 das Beste und 10 das Schlechteste. Also 1 von 10 wäre jetzt das beste Rating, 10 von 10 das Schlechteste. Auch das machen wir auch ein bisschen, um euer Gehirn zu trainieren, dass ihr auch flexibel bleibt im Kopf. Deswegen haben wir uns jetzt diese. Wichtig, ne, in diesen Zeiten. Der Adler, der kriegt nur 4 Ratten, bei mir also bleiben 6. Es bleiben 6 von 10 übrig. Bei mir, ich mach 5. So wirklich, also Durchschnitt, komplett. Bei mir ist es okay, ein bisschen unterdurchschnitt. Okay. Das ist in Ordnung. 6 von 10 Ratten, und das ist nicht so gut. 5 von 10 Ratten, das ist mittel okay. Mittel okay. Ich würde, wenn ihr Whiskys trinken wollt, erstmal andere trinken. Wobei, ich finde, der sieht super aus. Also wenn ihr Whiskys, sieht gut aus, also optisch macht er einen Eindruck. Ja, also, ne? Ja, aus dem Top in. In Hot. Ja, und damit. Herzlichen Dank an euch. Trinken wir das jetzt aus, oder? Ja, okay. Wir sagen aber schon mal Tschüss, ja? Tschüss. Toll, dass ihr dabei wart. Ihr seid echt die Besten. Kommt gut nach Hause wieder. Ja, tschüss.